Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin immer noch in der Freiwilligen Feuerwehr in Görzig. Genau, und wir haben das Fahrzeug hier von der Stadt Gröbzig. Das erklärt uns aber der Wehrleiter, der Roger. Roger, grüß dich. Ja, hallo. So, schon wieder. Wir haben doch gerade schon ein Schumann-Fahrzeug vorgestellt. Richtig. Die LF10. Video ist hier übrigens für euch eingeblendet. Was haben wir denn hier gerade für ein Schätzchen? Wir haben hier ein HLF20 stehen von unserer Nachbarfeuerwehr aus Gröbzig. Die haben dieses Jahr das neue Fahrzeug bekommen. Nicht nur wir in Gürzig haben eins bekommen, also auch das Gröbzig. Und das wollten wir heute auch mit vorstellen gerne. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei den Gröbzer Kameraden und beim Ortsverleiter Matthias Restorf, dass uns das zur Verfügung gestellt hat und auch hier heute da ist. Klasse. Und ich muss auch mal an der Stelle sagen, wenn ihr so viele neue Fahrzeuge bekommt, ist für mich ganz klar ein Zeichen von der Stadt oder Gemeinde, das Zeichen zu setzen an die ehrenamtlichen Helfer. Vielen Dank, dass ihr das macht. So verstehe ich das. Genau. Das ist aber auch ein lieben Gruß an den Bürgermeister oder die Politik. Finde ich super, dass hier die Feuerwehren so unterstützt werden. Das heißt, jetzt das Fahrzeug direkt in die Details. Machst nicht du, sondern die Kamera an? Richtig, jetzt haben wir die Kamera an Olli übergeben. Okay. Ja. Olli, grüß dich. Das ist ja einfach. Euer Fahrzeug. Genau. Riecht noch neu, gratuliere erstmal. Genau, Preisschild noch dran. Mit Stil in den Einsatz quasi. Erzähl mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein HLF20 von der Firma Rosenbauer. Wurde dieses Jahr neu beschafft, quasi von der Stadt Südliches Anhalt. Haben wir im August vom Rosenbauerwerk in Luckenwalde abgeholt. Was haben wir hier für ein Fahrgestell? Das ist ein TGM 320. Super, ja. Also der Klassiker quasi. Ja, würde ich sagen, dann schauen wir doch mal gemeinsam rein, oder nicht? Jo. Ich freue mich, los geht's. Also ich sehe schon, es wird spannend. Und du steigst schon mal ein, herrlich. Also wir sind hier im Führerhaus von unserem HLF20. Was gibt es hier großartig zu sagen? Also hier haben wir die komplette Bedienung für einen Maschinisten. Über das ganze Display von Rosenbauer sehen wir die ganze Technik, was quasi verbaut ist. Haben hier ein paar Button für die Einsatzfahrt, Einsatzstelle, Einsatzende. Erleichtert es für den Maschinisten natürlich etwas. Ein Tablet für einen Gruppenführer, wo wir diverse Einsatzdetails abrufen können. Hydrantennetz ist drauf verzeichnet. Und Rettungskarten von PKW, die eventuell verunfallt sind. Eine Box für Einsatzunterlagen nochmal in Papierform. Die Tafel für die Atemschutzüberwachung, die finden wir auch hier vorne. Eine Helmhalterung, dass die Helme nicht lose durch die Gegend fliegen vom Gruppenführer und vom Maschinisten. Haben wir noch ein lustiges Detail. Warte mal. Zum schöner Wohnen haben wir einmal noch eine Beleuchtung. genau. Das ist ja schön. Herrlich. Ist ein Automatikgetriebe. Ist einmal hier ist dann der Fahrwähler einmal für vor und zurück. Und dann entsprechend der Modus, den kann man dann nochmal wählen, ob man ins Gelände fahren möchte oder halt normal auf der Straße oder standardmäßig ist die Einsatzfahrt hinterlegt, wo dann entsprechend der Motor mit der Drehzahl her ein bisschen höher geht. Funkgeräte haben wir verbaut, Lampen haben wir verbaut. Genau. Also wir haben ja noch einen Schalter, wo wir dann entsprechend Funk und auch das Radio nach außen aufschalten können an der Einsatzstelle. Ja, klasse. Wir haben hier eine Sprechanlage, um eventuell Sprüche, Funksprüche oder sowas nach draußen durchzugeben oder Durchsagen nach außen zu machen. Oh, das ist ja mit hier Nachtlichtfunktion, oder? Genau, das ist eine Leselampe für einen Gruppenführer, dass er entsprechend bei Nacht auch lesen kann. Was ist das? Abbiegekamera? Oder das ist eine Abbiegekamera, genau. Wenn ich im Abbiegen bin, schaltet sich die Kamera automatisch an, um entsprechend den toten Winkel auszuleuchten. Gut, wollen wir hinten reinschauen? Können wir gerne machen. Also was mir gleich erstmal auffällt, ist die Zweifarbigkeit der Sitze. Das sieht irgendwie cool aus, ne? Ja, hat nicht jeder, muss man sagen. Also wir haben hier drin 4 Pressluftatmer insgesamt für den Angriffstrupp und den Rettungstrupp, dass die sich entsprechend auf Anfahrt schon ausrüsten können. Wir haben einen Erste-Hilfe-Rucksack, um da entsprechend Erste-Hilfe leisten zu können. Wir können uns hier hinten den Fahrzeugfunk aufschalten lassen, um da entsprechend dann als Trupps hier hinten auch schon mal mitzuhören, was vor sich geht. Und können entsprechend die Beleuchtung hier hinten auch umschalten auf den Nachtmodus. So, des Weiteren haben wir hier oben dann ein paar Handschuhe nochmal. Ein Gasmessgerät findet sich dann rechts daneben. Wir haben Knickkopflampen, mit denen sich die Trupps entsprechend ausrüsten können. Leinbeutel. Und ansonsten haben wir hier unten noch Warnwesten unter jedem Platz. Und haben hier noch entsprechend eine Wärmebildkamera für den Angriffstrupp, um entsprechend Räume noch auf Glutnester überprüfen zu können. Auf jeder Seite noch die Funkgeräte für die Trupps entsprechend verlastet, Leinbeutel und hier unten haben wir dann noch ein bisschen Kleingeräte, Rettungstuch,
Filter nochmal für die Masken und Getränke für alles. Achso, die kann man nicht hochklappen, oder? Doch, kann man auch hochklappen, aber von unten macht sie es eigentlich bequemer. Okay. Aber es ist schon sehr aufgeräumt. Ne? Und auch für die Brillenträger. Genau, für Brillenträger haben wir noch ein paar AdBs. Und im Sommer bei Feldbrennen, wenn es entsprechend warm ist, wurde auch dran gedacht, haben wir für den Mannschaftsraum hier eine Klimaanlage verbaut. Auch hier sehe ich gerade euren normalen Anschluss, aber auch oben wieder diesen NATO-Stecker. Ne? Das ist euer Konzept hier, finde ich aber gut und konsequent. Genau. Super, wollen wir G1 reingucken? Können wir gerne machen. Im G1 ist eigentlich der Großteil der Gerätschaften für die Rettung, für die Unfallrettung verstaut. Ist alles ziemlich aufgeräumt. Wir haben hier einmal die Druckplatten, um entsprechend, wenn wir mit den Zylindern arbeiten, einen Gegendruck zu haben. Dann haben wir gleich daneben die Rettungszylinder für unser hydraulisches Rettungsgerät, was wir hier unten dann ausschwenkbar gelagert haben. Haben nochmal einen Vorschlaghammer verbaut, einen Pedalschneider, der separat nochmal hängt, um in kleinen Ecken entsprechend arbeiten zu können. Sehr ordentlich, sehr schön aufgeteilt, ne? Unsere Hebekissen haben wir dann noch hier, die hydraulischen. Da haben wir die pneumatischen, da haben wir dann das Steuergerät entsprechend noch hier hinten verlastet. Können wir das auch umschwenken? Hier haben wir dann das ganze Steuergerät für die Hebekissen verlastet. Haben einen Motortrennschleifer und nochmal ein Schutzdeckenset, um die Patienten entsprechend abdecken zu können. Haben einen kabelbetriebenen Trennschleifer hier nochmal und haben oben nochmal die Bereitstellungspläne, um da entsprechend für Artenschutz Bereitstellung machen zu können. Oben haben wir dann noch Schleifkorbtrage samt Zubehör, eine Säbelsäge separat, ein Verkehrsunfallkasten, wo diverses Zubehör, was für Verkehrsunfälle benötigt wird, verstaut ist, ein Elektrowerkzeugkasten, ein Kanister, um entsprechend Kraftstoffe abzusaugen, die Absaugpumpe haben wir auch verlastet, ein Monitor, einen oszillierenden Monitor von der Firma Rosenbauer, einmal das Bindemittel für Ölspuren, was wir hier haben, ein Stabfasssystem, ein Schwelleraufsatz und nochmal ein Stabpacksystem, um entsprechend bei PKWs unterzubauen. Hier haben wir dann noch eine Rettungsplattform für LKW-Unfälle, dass wir da entsprechend handeln können und einen Elektroschnellangriff. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, das auf der linken Seite zu haben? Hat das einen Grund? Oder? Viele machen das ja, weil der Unfall ja meistens auf dem rechten Straßenrand ist, dass sie das Rettungssatz auf der rechten Seite machen. Aber wir sind hier, müssen wir jetzt in den Jahrleiter fahren, er hat das komplette Konzept geschrieben. Okay. Also man sieht es mal so, jeder hat irgendwie eine Philosophie, ja. Aber es ist immer interessant zu sehen, genau, was der Unterschied ist. Okay, sehr schön. Ja, dann gucken wir mal ins G3 rein. Jawohl, machen wir den auch auf. So, im G3 haben wir dann einmal Schäkel und Rundschlingen, die da oben drin entsprechend verlastet sind, Schüttmulden, einen Koffer mit Verbrauchsmaterial, Klebeband, ein paar Nägel, Schrauben, ein Schornsteinfegersatz, nochmal Formholz, um bei PKW-Unfällen entsprechend unterbauen zu können, ein Kasten mit Anschlagmitteln, Spanngurte, Schäkel etc. nochmal und unseren Sprungretter. Ah, sehr schön. Den Sprungretter, die Luft für den Sprungretter, wie macht ihr das? Da ist eine Flasche da drin mit verpackt. Ah, ist da drin mit verpackt. Also nicht vom Hebekissen oder so? Die ist drin mit verpackt, genau. Alles klar. Und fertig angeschlossen. So, dann gucken wir in den G5 rein. Hier haben wir diverses Schlauchmaterial. Fangen wir hier oben an. Hier haben wir eine Auszugwand. Ups. Mit einem Schlauchpaket für den Angriffstrupp. Dann haben wir hier einen Stützkrümmer in C verlastet. Ein C-Stützkrümmer? Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Okay. Auf der Rückseite von der ganzen Wand haben wir dann noch B-Hohlstrahlrohre samt dem Stützkrümmer, zwei C-Hohlstrahlrohre, ein C-Absperrorgan und nochmal zwei B-Absperrorgane. Oh, schöne Auswahl. Daneben haben wir gleich unsere Schlauchtragekörbe, 4 Stück an der Zahl. Der erste ist immer gleich für den Angriffstrupp, da ist noch ein Rauchschutzvorhang dran, um da entsprechend die Räume abschütten zu können. Dann haben wir 4 B-Rollschläuche hier oben drin und haben dann unten in den Schwellerkästen verlastet noch einmal einen B-Rollschlauch oben im Kasten und unten einen Schnellangriffsverteiler samt B-Schlauch nochmal. Klasse. Und hier haben wir dann unsere Druckabgänge, aber machen wir mit der Pumpe, denke ich mal, mit. Aber kann man hier nochmal separat absperren quasi? Direkt? Genau, hier kannst du nochmal alles separat absperren und haben eine Schaumittelentnahme. So, dann gehen wir in den G2. So, hier haben wir dann einmal so dieses alltägliche Werkzeug. Haben einen Spalthammer, Bolzenschneider, Axt, Feuerwehraxt, einen Hydrantenschlüssel mit Ratschenfunktion und unser Halligentool. Unten drunter ist der Stromerzeuger, RS-14 von Rosenbauer verlastet. So, hier haben wir dann noch entsprechend ein Stativ zur Beleuchtung samt der entsprechenden Scheinwerfer.
eine Kiste mit für die Gebäudeeinspeisung, um da entsprechend Gebäude einspeisen zu können bei einem Stromausfall. Motorkettensäge samt Zubehör, das Handwerkszeug, so dieses alltägliche Zeug, Hammer, Schraubenzieher, der Fehlstromschutzschalter und ja, das wäre es hierzu. Dann haben wir hier drüben noch eine, noch steht dran, Chiemsee-Pumpe, die ist noch in der Beschaffung, ist im Moment eine normale Tauchpumpe drin. Aber auch mit Schutzschalter noch dabei? Genau, das ist nochmal ein separater Schutzschalter. Zwei Kabeltrommeln, dann gehen wir nach oben weiter, da haben wir das Zubehör dann, was dann später für die Pumpe dient. Ein Sperrwerkzeugsatz zur Türöffnung, einen Akkuschrauber. Dann haben wir drüben den leichten Chemieschutz, zweimal das Ganze, dass ein Trupp entsprechend ganz oben, dass der Eintrupp entsprechend komplett sich ausrüsten kann. Schnittschutzhose und Weiterhelm, wenn wir entsprechend mit der Motorsäge arbeiten, eine Sicherungstrupptasche. Dann haben wir hier nochmal die Hitzeschutzkleidung verlastet, den RLS 2000 als mobile Beleuchtungseinheit. Nochmal ein Reservekanister für den Stromerzeuger. Und ein Gerätesatz Flaschenzug und eine Absturzsicherung. G4. Der ist recht überschaubar gehalten. Wir haben einmal das Zubehör für unseren Wassersauger, der sich unten drunter befindet. Haben eine Warthose oben verlastet für entsprechende Einsätze, wenn das Wasser steht. Ein Lüftungsgerät mit der Möglichkeit, Wasser zu vernebeln. Und nochmal einen Ansaugschlauch für unseren Schaumitteltank. So, und dann kommen wir schon zum G6. Da haben wir einmal ganz oben unseren Schnellangriffsschlauch. Dann haben wir unsere Hygienewand einmal hier an der Seite. Mit Druckluft, Wasser aus dem Tank, was halt alles dazugehört. Unser Schaumrohr ist hier samt Zumischer. Haben wir nochmal eine Bürste für die Grobreinigung samt entsprechenden Anschluss. Und unsere Feuerlöscher, unsere Traktorenlöschgeräte. Und dann in den Traversenkästen haben wir wieder die wie parallel auf der anderen Seite den B-Rollschlauch und unten den Schnellangriffsverteiler. Klasse. Sehr schick. Zusammen mit dem Hochdrucklöscher da? Oder? Das ist ein Hydrofix, genau. Hydrofix, ist quasi ja, wie eine moderne Kübelspritze, sage ich mal. Mhm. Genau, wie eine Kübelspritze, nur mit Druck drauf quasi. Genau. Und dann kann man wunderbar hier Sprüh- oder Vollstrahl machen. Und dann. Genau. Super. So, hier haben wir einmal dann zwei Haspeln dran. Einmal eine Schlauchhaspel mit B-Rollschläuchen drauf und Standrohr zur Wasserentnahme und eine Verkehrssicherungshaspel. Da haben wir runter damit. Wir haben eine Doppelklappe, einmal den Rollladen, um dann entsprechend nur die Pumpe zu bedienen. Oder können das Ganze auch komplett öffnen. Schön. Dann haben wir hier unseren Pumpenbedienstand. Das Display ist nochmal genau gespiegelt von vorne mit ein paar mehr Funktionen. Denn kann ich gleich dann nochmal anmachen. Haben die Bedienung für den Lichtmast, der sich oben auf dem Dach befindet. Und haben dann hier nochmal einen Auszug mit einem entsprechenden Sammelstück, einem Systemtrenner, einem Saugkorb, nochmal einer Arbeitsleine und einen Druckschlauch in B. Wir haben hier eine N35 von Rosenbauer verbaut. Die macht 3000 Liter die Minute bei 10 Bar. Ist eine relativ große Pumpe. Allerdings erreichen wir das dann nur, wenn wir alle beide Sauganschlüsse nehmen. Die hat zwei Sauganschlüsse. Einmal hier unten, wo wir dann entsprechend mit einer Saugleitung dran können. Genau, einmal hier, ne? Genau, einmal hier hinter der Kappe. Genau, und haben noch einmal hinter der Abdeckung versteckten zweiten Eingang. Oh, das ist ja cool mit der Verstellung, das kannte ich auch noch nicht tatsächlich. Das ist relativ neu, das wusste selbst der Rosenbauvertreter letztens noch nicht, dass es das jetzt gibt. Cool. Aber schön. Genau. Und auch eine Sprechstelle. Genau. Hier haben wir unsere Schlauchhaspel entsprechend, wo B-Rollschläuche drauf sind, alles zur Wasserentnahme aus dem Unterflorhydranten. Wir haben ein Standrohr, ein Oberflorhydrantenschlüssel, ein Unterflorhydrantenschlüssel und haben hier oben drin nochmal einen zusätzlichen Systemtrenner. Okay, also habt ihr doch zwei, einen hier, einen Systemtrenner und einen da oben. Genau. Schon gewundert, weil ihr ja auch ein Sammelstück habt von 3B auf A. Genau. Dann dachte ich, na, haben die noch einen zweiten Systemtrenner, aber perfekt. Sehr gut. Oh Mensch, hier auch so mit Blindkappen drauf, habe ich noch gar nicht gesehen. Trinkwasserschutz ist wichtig. Ja, schön. Super. Genau, und dann haben wir hier unsere zweite Haspel. Das ist einmal eine Verkehrsabsicherungshaspel. Wir haben hier diverse Leitkegel drin und haben nochmal Blitzleuchten, Stableuchten, die man in die Leitkegel reinstecken können. Und haben hier oben drin nochmal Falldreiecke. So, wir haben hier vorne dann einmal noch die Möglichkeit, im Pump-and-Roll-Betrieb einmal über die Sprühdüsen Wasser abzugeben. Und haben uns dann dafür entschieden, hier nochmal einen zweiten C-Abgang hinzumachen oder einen weiteren C-Abgang hinzumachen, um entsprechend zum Beispiel am Wegesrand mit einer C-Leitung nochmal löschen zu können. Ja, klasse, toll. Und wer ist das hier oben? Das ist unser kleines Maskottchen.
von der Firma Rosenbauer. Der Konrad. Dann wollen wir nochmal aufs Dach. Können wir machen. Vorne haben wir dann einmal die Hörner, dahinter haben wir so ein Bockleiterteil, um entsprechend aus der Steckleiter eine Bockleiter machen zu können. Ja. Haben hier unseren Lichtmasten, macht 50.000 Lumen Lichtleistung, in LED-Ausführung, voll schwenkbar, macht ordentlich Licht. Dann haben wir hier drüben unsere dreiteilige Schiebleiter. Ja, ein Merkmal eines HLFs quasi. Genau. Auf der anderen Seite, wenn wir da gleich weitermachen wollen, haben wir unsere vierteilige Steckleiter entsprechend verlastet. Und dann können wir noch in die Dachkästen reingucken. So, hier haben wir dann verlastet entsprechendes Material zum Fegen. Schaufeln haben wir ein paar, Haken haben wir ein paar, Spaten. Hier oben haben wir noch Gullidichtkissen drin, einen Abgasschlauch und einen Leerkanister für Bindemittel. Noch eine Warthose, eine zusätzliche. Und einen Saugschlauch für den Monitor. Hier haben wir dann noch unsere Sauglänge verlastet, ein paar Feuerpatschen für Flächenbrände. Und unsere Schlauchbrücken. Die sind aber noch unbenutzt. Die sind unbenutzt. Haben wir erst hier dieses Jahr im August bekommen. Von daher sind sie noch nicht zum Einsatz gekommen. Ja, gibt es denn eigentlich noch eine Dachbeschriftung hier bei dem Fahrzeug oder soll es nicht geben? Ist bis jetzt noch nicht vorgesehen. Also da wird erstmal nichts kommen. Okay. So, ich würde gerne, wenn das für euch in Ordnung ist, mein Vorstellabzeichen rein platzieren. Ne? Also es, auch wenn er mal nicht TÜV bekommt, das ist alles. Damit kann sie immer fahren. Dann fange ich mal hier an. Jawohl. Also, ganz lieben Dank für die Fahrt. Für die tolle Fahrzeugvorstellung. Magst du auf der anderen Seite reinkleben? Jo, klar mache ich. Das erkennen Sie aber der Wehrleiter, der Georg. Nee, der Roger. Das erkennt aber der Wehrleiter, der Gregor. Georg. So, wir werden den Kaffee schon mal fertig machen. Roger. Roger. Das erkennt aber der Wehrleiter, der Roger. Da kann man auch immer Applaus geben hier. Ne? Ja. Danke, danke. Hier nochmal ein Auszug. Ja. Ups. Komm mal rein hier. Wollt ihr nur hier Oberkörper, weil jetzt seid ihr nur ab hier. Ist doch geil, das ist unsere Zuckerseite. Ja. Hat er ja gesagt? Ja. Ja, bei Rom. Not die drum. Boah, ich kenne mich gerade auf. Ne?